Ja, hallo, hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid und möchte euch ganz kurz alle begrüßen und wirklich nur ganz kurz vorstellen. Ich freue mich sehr, dass Mariette Rissenweg, die Leiterin der Berlinale, bei uns ist heute hier. Ich freue mich sehr, dass Leyla Hammid, die Vorstandsvorsitzende von X-Verleih, bei uns ist. Ich freue mich auch, dass Janine Jakowski, Geschäftsführerin von Komplizenfilm, Zeit gefunden hat, mit dabei zu sein. Begrüße auch recht herzlich Martin Rabanus, Mitglied des Deutschen Bundestags für die SPD, und Christian Breuer, den Leiter der AG, den Vorsitzenden der AG Kino Gilde. Ich freue mich, dass ihr es alle geschafft habt, obwohl ich euch gerade nicht alle sehen kann. Jetzt, genau, jetzt sehe ich auch Leyla Hammid, also auch nochmal hallo. Ich konnte sie gerade bis eben noch gar nicht sehen. Ich würde mal sofort loslegen mit einer Frage an Mariette. Erstmal eine ganz einfache Frage. Wie fühlt man sich heute, wenn die Berlinale losgegangen ist? Wie viele haben sich da so angemeldet? Hat das jetzt die Erwartungen etwa, die ihr da an dieses Event jetzt natürlich in dieser Form auch, wie haben sich diese Erwartungen jetzt gestaltet, mal einfach nur so einen kurzen Einblick in Ihre Seele als Leiterin der Berlinale, als Co-Leiterin, wie der erste Tag heute begonnen hat. Ja, na, die Berlinale letztes Jahr war natürlich ganz anders. Da hatte ich viele Veranstaltungen und musste immer von A nach B, nach C, nach D und hin und her rennen. Jetzt sind viele Veranstaltungen digital, so dass man zwar fast noch mehr macht, als man sonst machen würde, aber auf eine ganz andere Art. Es haben sich inzwischen über 8000 Personen beim digitalen EFM, European Film Market, akkreditiert, und 8000 ist schon erfüllt auf jeden Fall unsere Erwartungen. Es wurden auch über 820 Filme angemeldet für den Filmmarkt. Und wir merken, dass dieser Wunsch von allen aus der Branche einfach da ist, dass doch jetzt im Frühling, wenn dann der März schon als Frühling gelten darf, was wieder losgeht, dass wieder eine Perspektive entsteht. Ja, gleichzeitig muss man natürlich abwarten, wie sich die nächsten Tage gestalten. Es ist ein bisschen früh, um jetzt ein Fazit zu ziehen. Aber mein Eindruck ist wirklich, dass da sehr viel Interesse ist, wieder Sachen anzuschieben und auf den Weg zu bringen. Also erstmal ist ein positives Gefühl da, auch wenn es ein fremdes Gefühl ist, weil es so ein ganz anderes ist als die Berlinale, die ich letztes Jahr kennengelernt habe. Und welche positiven Signale erwarten Sie sich jetzt von dieser Berlinale für die Filmbranche, für Kinos, für Verleih, für Produzenten, für alle Filmschaffenden sozusagen? Also zum Beispiel heute Morgen habe ich ein kurzes Grußwort beim Co-Produktionsmarkt gesprochen. Der Co-Produktionsmarkt hat es wirklich geschafft, digital genauso viele Produzenten mit Projekten vorzustellen und online zu vernetzen. Ich habe die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber sie waren sehr beeindruckend, wie viele Einzeltermine sie digital jetzt vereinbart haben zwischen Produzenten, die Partner suchen, um ihre Filme zu finanzieren. Und dass so viele mit Projekten auch bei uns sind, zeigt ja, dass man in die Zukunft denkt und dass man weitergehen will. Oder beim Filmmarkt habe ich ein kleines Grußwort gesprochen zum Thema European Film Politics, wo die EFAT, also die Finanziers aus ganz Europa sitzen, die öffentlichen Institutionen, wo man auch überlegt, wo kann es mit Kino hingehen. Und die Filme, die wir zeigen, aus dem Berlinale-Programm kommen, da ist ganz klar, dass die Filmschaffenden sich sehr freuen, endlich ein Fenster zu haben, um ihre Werke zu präsentieren. Also alle denken schon nach vorne und alle denken natürlich gleichzeitig mit, was die Veränderungen der letzten Monate unter Umständen auch an Gutes mit sich bringen können und wie man das möglichst für seine eigene, also ob das jetzt Produzenten oder Verleih oder Vertrieb ist, wie man das für sich nutzen kann. Ich glaube, da denken jetzt alle sehr stark darüber nach. Dann würde ich gleich mal weiter in die Runde die Frage an Leyla Hammid, die Vorstandsvorsitzende von der X-Verleih AG, stellen. Wie sehen Sie das jetzt? Wie seht ihr das jetzt als Verleih, diese Durchführung des EFM und auch eines Wettbewerbs als eine rein digitale Veranstaltung? Und für wie wichtig haltet ihr das auch für die Branche, auch für den Verkauf von Filmen? Und wie hoch ist das Interesse zum Beispiel so an euch und bei euch?
Also zuerst mal finde ich es natürlich gut, dass diese Festivals, dass eine Möglichkeit gefunden ist, dass ein Austausch stattfinden kann. Also dass man diesen Anlass nutzt, um wieder ins Gespräch zu kommen, um den Austausch mit Weltvertrieben zu haben, mit Produzenten. Man könnte das natürlich jederzeit auch so machen, aber trotzdem ist es dann doch auf diese Woche verdichtet. Daher fand ich die Lösung, die gefunden wurde, die Berlinale dieses Jahr so umzusetzen, sehr schön. Und wir haben ja auch einen Film, Wer wir waren, von Marc Bauder, der als Berlinale Special gezeigt wird. Und das war natürlich die Frage, bringt uns das, was normalerweise bei einem Festival die Frage ist? Und wir haben sie mit Ja beantwortet und fühlen uns auch da sehr bestätigt. Also es gibt jetzt zahlreiche Interviews, die im Zuge dessen stattfinden. Und das war natürlich auch, der Film ist auch ein, der trifft absolut einen Nerv der Zeit. Und daher war es uns wichtig, diese Plattform jetzt zu haben. Und wir sind immer noch hoffnungsvoll, dass wir den Film dann auch im April zum World Earth Day am 22. April starten können. Daher sind wir sehr dankbar, dass er da dieses Label jetzt bekommt. Und was wir auch sehr schön fanden, dass uns auch zum Kinostart hin nochmal Unterstützung von der Berlinale zugesagt worden ist. Wirklich in der Bekanntmachung fürs Publikum, die dann vielleicht nicht in dem Maße mitbekommen, was auf der Berlinale passiert, wie es sonst der Fall ist. Ich würde dann die Frage auch gleich noch an Sie stellen wollen, Janine Jakowski, Geschäftsführerin von Komplizenfilm. Komplizenfilm war ja sehr präsent auf großen Festivals wie in Cannes, mit dem Film von Maren Adel, beispielsweise Toni Erdmann, oder auch auf der Berlinale mit vielen Filmen, nicht nur deutschen Filmen. Wie seht ihr das als Komplizenfilm? Wie wichtig ist euch, dass dieser EFM jetzt stattfindet? Ja, ich glaube, es gab ja keine andere Möglichkeit, als jetzt diese digitale Form zu finden. Ich glaube, wir würden uns alle lieber in echt sehen und oder in echt ins Kino gehen. Das ist ja völlig klar. Aber das ist trotzdem ein ganz, ganz, ganz wichtiges Zeichen für die Branche, dass es weitergeht, dass wir uns an die Zukunft orientieren. Hoffentlich irgendwie werden wir spätestens im Herbst wirklich eine andere Situation haben. Es werden Begegnungen hoffentlich wieder möglich sein. Irgendwie die Kinos werden hoffentlich sehr viel früher noch wieder öffnen können. Sicherlich erstmal schrittweise oder mit Auflagen irgendwie und dann auch irgendwann wieder normal. Und das heißt, wir sehen uns natürlich alle zu dieser Zeit hin. Und man muss aber sagen, dass natürlich 6 Monate, wenn wir jetzt irgendwie in den Herbst schauen, irgendwie aus Filmproduzentensicht eigentlich eine sehr kurze Zeitspanne ist. Das heißt, irgendwie die Projekte, an denen wir arbeiten, an denen arbeiten wir meistens mehrere Jahre. Also wenn wir von der Entwicklung bis zur letzten Auswertung gehen. Und das heißt irgendwie, dass dieser EFM jetzt auch so wichtig ist als Platz und Ort irgendwie, um Projekte zu finanzieren, vorzustellen, Partner zu finden. Insofern bin ich sehr froh, dass es diese Möglichkeit gibt. Jetzt mal eine Frage an Sie, Martin Rabanus. Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestags. Sie kennen sich aus mit Filmen, auch mit der FFG-Novelle beispielsweise. Ich würde erstmal eine ganz persönliche Frage an Sie richten wollen. Was bedeutet Ihnen eigentlich Kino? Was bedeutet Ihnen Film? Und was denken Sie, was müsste Politik jetzt tun, um den Standort Kino noch weiter zu unterstützen, gerade wenn es um diese Öffnungsdebatte geht? Naja, was für mich persönlich Kino bedeutet, wahrscheinlich wie für ganz viele andere, die hier mitzuschauen. Das ist Kulturort, es ist ein Ort von Fantasien, von einem Abschalten auch aus der wirklichen Welt ein Stück weit, wobei ich das einschränken muss, weil ich eigentlich tatsächlich große Leidenschaft für den Doc-Film habe und insofern das sehr viel mit der wirklichen Welt natürlich zu tun hat. Nein, was wir machen müssen, ist, diese positive Stimmung, die auch Maria Drissenbeek beschrieben hat, jetzt auch zu verstärken. Und wir brauchen im politischen Geschäft und Geschehen jetzt tatsächlich die Öffnungskonzepte, die eingefordert sind, die übrigens schon lange eingefordert sind. Mich ärgert das ein bisschen, dass das politisch auch nicht so aus dem Quark kommt, wie das sein müsste. Wir erinnern uns schon in den Ministerpräsidentenkonferenzbeschlüssen aus dem Oktober, war eingefordert, dass die Kulturminister Öffnungskonzepte für die Kultur erarbeiten sollen. Da ist noch nicht so richtig viel bei rausgekommen. Da wünsche ich mir mehr. Inzwischen gibt es ganz viele Konzepte auch aus der Branche selber, von Veranstalterinnen und Veranstaltern, aber auch ihr Kinobetreiber wisst sehr genau, lieber Christian Breuer, wie ihr eure Kinos so betreiben könnt, dass sie dem menschlichen Ermessen nach sichere Orte werden. Und genau das brauchen wir, flankiert jetzt natürlich auch mit passgenauen Hilfen. Wir versuchen das immer wieder nachzusteuern, auch als Parlamentarier immer wieder nachzusteuern, die verschiedenen Hilfen, Dezemberhilfe, Novemberhilfe, Überbrückungshilfe 3,
jetzt die Frage Produktionsausfallfonds über die BKM-Mittel, die Diskussion über Veranstaltungsausfallfonds, Wirtschaftlichkeitsbeihilfe über das Finanzministerium bis hin zu der Frage mit Blick auch auf den Verleih, vielleicht macht es auch Sinn, einen Ausfallfonds Verleih zu begründen. Da gibt es ja bestimmte Überlegungen auch in den Verbänden. Ich bin da sehr aufgeschlossen und da müssen wir schauen, wie wir das unterstützen können, weil wir zurückkommen wollen und müssen gesellschaftlich auch zu ein bisschen mehr Normalität. Und ich glaube, das geht auch, weil die Impfungen gehen jetzt, fingen schleppend an, gehen jetzt relativ zügig, so langsam in eine bessere Phase. Und wir haben jetzt Schnelltests, Selbsttests. Damit kann man viel machen. Damit kann man Räume sichern und Risiken reduzieren und wieder ein bisschen Normalität zurückgewinnen. Das ist das, was ich mir jetzt wünsche. Dann leite ich mal weiter zu Christian Breuer. Christian, du als Vorsitzender der AG Kino vertrittst jetzt sozusagen auch das Publikum, nicht nur die Kinomacher, sondern du machst ja Kino für ein Publikum. Wir haben jetzt davon geredet, wie wichtig die Berlinale für die Branche ist. Und da war die einhellige Meinung, es ist gut, dass die Berlinale für die Branche stattfindet. Nun haben wir aber die Situation, eigentlich ist die Berlinale das größte Publikumsfestival unter den drei großen A-Festivals. Und genau dieses Publikum kann diese Filme ja nun erstmal alle nicht sehen, weil es sich ja um eine rein interne Veranstaltung handelt. Also mit welchen Gefühlen seht ihr jetzt bei der AG Kino auf diese digitale Berlinale, die erstmal in dieser ersten Etappe eben ohne Publikum auskommt? Ja, danke. Also natürlich vermissen alle das Publikum. Ich glaube, das trifft jeden, Mariette, genauso wie Produzenten und Verleiher, weil wir natürlich wissen, es ist der Hype, es ist der rote Teppich, es ist der Glamour und es ist die Debatte um die Filme. Das ist dann nicht nur eine Jury, die am Ende Punkte vergibt, sondern dann natürlich auch die Presserankings und die persönlichen Lieblinge. Es soll nicht sein, wir alle kennen die Situation draußen. Ich bin froh, dass die Berlinale, sehr froh, dass die Berlinale überhaupt stattfinden kann. Dass man den angestammten Markttermin jetzt nicht aufgeben kann, ist klar. Und natürlich ist es ein ganz besonderes Daumendrücken, dass dann im Sommer ein echtes Kinofest stattfinden kann. Ich glaube, soweit weiß auch jeder. Und die Berlinale jetzt, das werden die super Filmliebhaber bekommen das mit. In Berlin dankenswerterweise, die Presse ist toll dabei, aber es hat natürlich nicht die gleiche Außenwirkung. Also da sind wir auch im Gespräch. Unsere Jury zum Beispiel wird dann auch im zweiten Teil sein, weil es eine Kinomacher-Jury ist. Und ich hoffe, dass dann auch tatsächlich die Filmschaffenden kommen können. Die Jury soll ja dann auch da sein. Und die Berlinerinnen waren eigentlich schon immer gut, die Feste so zu nehmen, wie sie fallen. Und wenn es dieses Jahr im Sommer fällt, ich hätte viele Schwärme noch von der Sommerberlinale. Ich kenne das nicht, also können wir die jetzt selber testen. Was natürlich ganz wichtig ist, und da noch ein Wort zu Martin. Es ist natürlich jetzt überfällig, dass es eine Öffnungsperspektive für die Kultur gibt. Wir sind jetzt 4 Monate zu und auch wenn die Masse der Menschen sich irgendwie eingerichtet hat mit der Situation, leiden wir doch alle unter der Monotonie, unter dem Zuhause-Sein. Und Kinos haben sich als sichere Orte bewiesen. Auch jetzt zeigen das Studien, wie sicher die Orte sind. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass man zu einer Gesamtstrategie kommt aus Impfen, Testen, Hygienekonzepte, Kontakt verfolgen und nicht allein nur den Holzhammer-Lockdown hat. Jeder weiß, wenn die Zahlen explodieren, geht es nicht. Da hat jeder Verständnis. Aber wir brauchen jetzt dringend einen Weg raus. Auch, dass eben nicht nur wir Presse, Fachpublikum die Filme sehen dürfen, sondern eben alle. Und dass wir danach auch noch Förderung brauchen an allen Ebenen, Produktion, Verleih, Kino, ist, glaube ich, bei dem Publikum, das hier mit da ist, das weiß jeder, dass man nicht den Schalter irgendwo umdreht und sagt, jetzt ist es normal, dass wird noch dauern mit Abstandsauflagen, mit eben, dass die Festivals nicht die gleiche Reichweite erzielen können, schon allein, weil man nicht reisen kann. Und aber auf der anderen Seite auch, dass wir das Beste geben müssen. Und das Beste geben heißt jetzt, einen schönen Filmmarkt hinzubekommen. Da würde ich dann gleich nochmal anschließen wollen und gleich nochmal zu Martin Rabanus übergeben. Ich habe gestern eine ziemlich erschreckende
Umfrage in der Bild-Zeitung gelesen, die ich normalerweise nicht lese, aber komischerweise in Corona ist die Bild manchmal besser informiert, als es andere sind. Und da kam heraus, 75% der Deutschen wünschen sich ab März, also quasi ab heute, eine Öffnung sämtlicher Geschäfte. Das geht dann so weiter. Die Mehrheit der Deutschen möchte auch, dass Restaurants und Kneipen wieder öffnen. Das sind immerhin 54%. Selbst Hotels, Kosmetiksalons und bei Museen gibt es eine knappe Mehrheit für eine Öffnung. Aber jetzt kommt der Hammer. Eine Mehrheit ist laut dieser Bildumfrage immer noch dagegen, dass die Theater und die Kinos öffnen. Das ist zwar eine knappe Mehrheit von 46-35, aber ich finde es schon erschreckend. Und ich frage mich da, hat da nicht auch die Politik ein bisschen fatale Signale gesetzt mit diesem Lockdown-Light, wo ja als erstes die Kultur und die Restaurants geschlossen wurden, aber gerade eben auch die Kultur. Und man hatte immer das Gefühl, Kino war auch im ersten Lockdown so, ist das Letzte, was dann wieder öffnen darf. Was können Sie als engagierter Politiker auch dagegen tun, um Ihre Kollegen ein bisschen vom Gegenteil zu überzeugen? Es gibt ja auch andere Beispiele. Polen zum Beispiel hat die Kinos geöffnet. Die Restaurants bleiben erstmal geschlossen. Kinos sind aber schon wieder auf in Polen. Nur als ein europäisches Nachbarland, was einen anderen Weg geht, trotz höherer Inzidenzen. Spanien auch. Spanien auch, hören wir gerade. Ja, was man natürlich als Kulturpolitiker tut, ist genau in diese Richtung zu argumentieren, weil es tatsächlich ja auch keinen nennenswerten, jedenfalls mir bekannten Studien gibt, die ein größeres Infektionsgeschehen in Kultureinrichtungen zurückführen. Das ist, also das gibt es einfach nicht so. Ich glaube aber, dass wir relativ viel schon erreicht haben in den vergangenen Monaten für die Kultur auch. Dass, also gemeinsam all diejenigen, die versucht haben, da Bewusstsein herzustellen. Aber wir sind mit Sicherheit noch nicht am Ende des Ziels angekommen. Es ist natürlich relativ leicht zu sagen, wenn der Supermarkt offen hat und da ist es total eng, warum darf das Klamottengeschäft nicht aufmachen? Das ist ja sozusagen die Logik, die dahinter steht, wenn man sagt, der Einzelhandel muss wieder aufmachen. Und so argumentiert der Einzelhandel natürlich auch. Wir müssen einfach dafür argumentieren, dass die Kultureinrichtungen eben sicher sind, dass auch vieles, was Kultur ist, natürlich jetzt hier bei diesem strahlend blauen Himmel, jedenfalls bei mir im Taunus, auch im Freien stattfinden kann. Hier kann vieles passieren. Es gibt viele gute Konzepte. Christian Breuer hat das nochmal gesagt, wie man Kultureinrichtungen auch hygienisch einwandfrei sozusagen machen kann. Wir haben deswegen ja auch 250 Millionen Euro für Kultureinrichtungen bereitgestellt, schon im ersten Programm Neustart für Lüftungs- und Filteranlagen und derlei Dinge mehr. Also man muss da weiter an dem Brett bohren. Das ist das, was für mich auch Auftrag für Kulturpolitik ist. Und wenn ich ein bisschen dazu beitragen kann, freue ich mich. Im Übrigen will ich mich nicht an Polen orientieren, ganz ehrlich. Gut, dass Sie das politisch nicht wollen. Sonst nicht. Dass man politische Bauchschmerzen mit Polen hat, ist die eine Sache, aber ich freue mich natürlich trotzdem als Kinofan, dass die Kinos wieder aufhaben dürfen und finde es halt auch interessant, dass die Restaurants dann noch geschlossen sind. Aber damit schließen wir jetzt das Thema Polen. Ich würde jetzt nochmal an Leila Hamid übergeben wollen. Ihr habt ja mit dem ersten Lockdown bei den Känguru-Chroniken war ja die Tragik, das wäre ja ein riesen Blockbuster geworden mit 1 Million Publikum. Dann kam der Lockdown und dann habt ihr was Einmaliges versucht. Ihr habt den Film sozusagen als Premium-VOD freigegeben. Und da würde mich jetzt erstmal interessieren, wie ist das denn ausgegangen? Ihr wolltet ja die Kinos daran beteiligen. Und mich würde jetzt mal einfach interessieren, wie viel Prozent des Gesamterlöses stammte jetzt aus verkauften Kinokarten und wie viel Prozent haben dann noch die VOD-Einnahmen ausgemacht und wie viel Geld ist dann in etwa in die Kinos geflossen? Ich weiß, Verleiher nennen nicht gerne direkte Zahlen, aber vielleicht können Sie es uns so ein bisschen plastisch machen, wie dieses Experiment für Sie als Verleih, für X als Verleih ausgegangen ist. Also es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass wir tatsächlich die Premiere von Känguru-Chroniken gefeiert haben. Am 5. März war dann der Kinostart. Und wie Sie schon beschrieben hatten, also wir waren schon überschattet von dem, was da kommt, konnten das aber noch nicht die ganzen Ausmaße begreifen. Und nach 10 Tagen waren die Kinos komplett geschlossen. Das heißt, wir haben eine absolute Ausnahmesituation gehabt, auf die kein Mensch vorbereitet sein konnte. Und wir haben das Einzige gemacht, was in dieser kurzen Zeit möglich war, nämlich, dass wir gesagt haben, wir bringen diesen Film auf die Plattform. Das war aber natürlich nicht entsprechend vorbereitet, nicht entsprechend geplant.
Unter mit Zusammenarbeit mit vor allem federführend Christian und auch dem HDF mit Christine Berg haben wir dann wirklich relativ schnell eine besondere Lösung gefunden für diese besondere Situation. Was natürlich geholfen hat, irgendwie, dass keine Erlöse reingekommen sind. Aber das ist natürlich, sind jetzt bei knapp 1 Million Zuschauer, die wir mit dem Film gemacht hätten. Im normalen Fall wären locker 2,5 bis 3 Millionen Zuschauer möglich gewesen. Das ist natürlich sehr schmerzhaft. Ich rede auch ungern darüber immer wieder. Und die digitalen Erlöse, die haben natürlich nicht das aufgefangen, was wir im Kino gemacht hätten. Das muss man klar sagen. Es war dennoch der weitaus erfolgreichste digitale Start, den wir jemals hatten. Und das auch wirklich, ich glaube, im deutschlandweiten Vergleich an Filmen. Es hat natürlich einen enormen Umsatz gemacht. Aber wie gesagt, es hat nicht das ersetzt, was wir mit einer regulären Kinoauswertung oder auch mit einer längeren Kinoauswertung hätten erreichen können. Dann, weil Sie sich doch ein bisschen scheuen, mit konkreteren Zahlen zu nennen, mal kurz die Frage an Christian. Es hieß ja, man wolle auch die Kinos beteiligen. Ich habe befreundete Kinobetreiber, die gesagt haben, ist eine tolle Initiative von X-Film, finden sie gut als Zeichen, aber letztendlich sind das Peanuts, die da für die Kinos rüberkommen. Ich rede jetzt mal rein von so einem kommerziellen, geschäftlichen Aspekt. Wie war das für die Mitglied-Kinos, die dann Rückflüsse bekommen haben? Also es war, Leila hat es gesagt, eine besondere Situation und wir haben auch keinen Deal gemacht, der Rückflüsse an die einzelnen Kinos vorsieht. Man muss ja sagen, dass die Verleiher, die Filme gestartet haben, egal ob es vom ersten oder vom zweiten Lockdown waren oder deren Filme vielleicht am Donnerstag danach gestartet hätten, die sind ja ganz stark getroffen. Das sind hohe Marketinginvestitionen erfolgt und dann sozusagen, um mal einen Andreas Dresen-Titel zu nennen, halt auf freier Strecke. Das ist natürlich eine Katastrophe. Das heißt, es ging uns gar nicht drum, in dem Gespräch jetzt zu sagen, wir feilschen jetzt drum, als wäre das das künftige Geschäftsmodell. Es ging uns drum, den Weg frei zu machen, trotz des Gesetzes, Sperrfristen, dass es für Känguru Chroniken und einige andere Filme überhaupt alternative Auswertungsmöglichkeiten hatte. Wir hatten den Film dann noch im Einsatz und es gibt Rückflüsse. Und da haben wir aber gesagt, die sollen in einen gemeinsamen Topf für künftige Kinokampagnen fließen. Weil dann haben wir gesagt, wenn jetzt der Einzelne, wie verteilen wir es denn dann gerecht, dann machen wir es lieber so, dass wir zusammen eine Solidarkampagne machen. Und tatsächlich finde ich, wenn die Pandemie was Positives hat, dann dass es die Solidarität in der Branche gestärkt hat. Also gestern Abend die Aktion Kino leuchtet, die ja letztlich Grassroot bei uns am Rande einer Mitglieder Zoom-Konferenz entstanden ist, einfach im Chat, wo jemand gesagt hat, lasst uns doch mal ein Zeichen setzen. Und dann waren gestern bis hin zu großen Multiplexen sehr, sehr viele Kinos im Land dabei. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich weiß, in dem Moment, wenn wir wieder öffnen, wird jeder zurückfallen wieder in sein Geschäftsmodell, muss er auch, muss seine Tagesarbeit machen. Aber vielleicht, wenn man von sich, von diesem gemeinsamen Geist etwas behält, wäre sehr viel. Weil der Markt verändert sich rasant, Kino steht still. Online läuft alles weiter, das wissen wir alle, nutzt den Streaming-Plattformen, das nutzt den global agierenden Unternehmen. Und ich glaube, wir alle, egal ob es die Kreativen sind oder Produzenten, Verleiher, Kinos, ja, es ist schön, dass es neue Anbieter gibt, vielleicht auch, wenn man für die produzieren kann. Auf der anderen Seite brauchen wir den unabhängigen deutschen Film alles so dringend in dieser Welt. Und ich glaube, wenn wir in der Welt, die zunehmend von Marktmachtmonopolisierung auf der einen Seite lebt, in den USA von einem auftrumpfenden Kino lebt, China lebt, dann schaffen wir das nur durch Professionalisierung und stärkere Netzwerke. Und zwar nicht nur Netzwerk zwischen unabhängigen Kinos, das gibt es, auch das müssen wir stärken, sondern auch entlang der Wertschöpfungskette. Das ist das große Potenzial für uns. Ich würde jetzt mal wieder zurückkommen wollen zur Berlinale und auch zu Mariette Wissenbeek. Wenn man sich so Filmfestivals, die großen, anschaut in den letzten Jahren, Cannes und Berlin, dann leiden die ja auch so ein bisschen darunter, dass die Strahlkraft von Festivals, was das anbelangt, ob man zum Beispiel sein Wettbewerbsprogramm in den kommerziellen Verleih bekommt, so ein bisschen nachgelassen hat im Vergleich zu früher. Ausnahmen wie Parasite bestätigen da so ein bisschen die Regel. Und jetzt würde mich mal interessieren, ich habe mal nachgezählt, von den 18 Wettbewerbsfilmen der Berlinale im vorigen Jahr haben es in etwa 10 in den Kinoverleih geschafft, die anderen 8 nicht. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich glaube, damit kann man auch nicht ganz zufrieden sein als Festivalmacherin.
welchen Weg wollen Festivals gehen, um zum Beispiel das Kino zu stärken, um den Verleih auch zu stärken? Und gibt es zum Beispiel Absichten, wie es Festivals kleinere wie Rotterdam zum Beispiel machen? Rotterdam hat ja jahrelang mit dem Tiger-Verleih Filme genommen, die keine kommerziellen Verleiher in den Niederlanden gefunden haben. Also gibt es da auch Absichten der Berlinale, die nicht nur jetzt unbedingt den Verleih, aber die Visibilität der Berlinale-Filme zu stärken? Also einmal ist es natürlich so, dass alles durch die Digitalisierung auch sehr viel fragmentierter geworden ist und es natürlich schwieriger ist, dann ein Schlaglicht auf einen bestimmten Film zu werfen. Da haben Sie vollkommen recht. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die Alternative darin besteht, dass wir einen eigenen Verleih machen. Ich glaube eher, dass unsere Absicht sein sollte, die Verleiher zu stärken, die Filme nehmen können, die Filme auch rausbringen können. Und was wir als Berlinale auf jeden Fall anstreben, ist künftig auch noch stärker eigenes Marketing, also für unsere Festivalfilme zu machen, noch stärker zu gucken, welche Zielgruppen interessieren sich für die Berlinale-Filme, welche Zielgruppen könnten wir noch ansprechen, wenn dann die Berlinale stattfindet. Und es könnte eine Überlegung sein, die Filme dann auch länger zu begleiten und sie länger zu bewerben, um es so zu sagen. Die Digitalisierung hat ja auch bietet ja die Chance, mehr im Austausch mit dem Publikum zu treten und zu gucken, wer interessiert sich warum, für welche Filme und wie kann man diese Menschen stärker an die Berlinale binden und an die Berlinale-Filme und sie dann auch entsprechend später im Kino begleiten. Das wird eine Aufgabe, das alles zu bewältigen, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Aufgabe auch anzunehmen. Dann vielleicht mal eine ganz konkrete Frage an Janine Jakowski. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit Komplizenfilmen jetzt mit den Big Playern wie Netflix oder Amazon gemacht und welche Rolle spielt jetzt bei euch als eine Produktionsfirma von Arthouse-Filmen Kino und VOD? Wie seht ihr das auch für die Zukunft? Ja, wir machen noch immer zum absoluten Großteil Kinofilme und arbeiten an Kinofilmen. Und ich glaube, das, was wir wirklich brauchen, ist eine große Diversität. Also das heißt, wir brauchen die Vielfalt. Und Vielfalt ist, glaube ich, nur möglich mit einem System, wo all das möglich ist, wo es im Kinofilm irgendwie die Arthouse-Projekte gibt, irgendwie die kommerziellen Projekte gibt, Dokumentarfilme gibt, wo es beim Streamingdienst auch gewisse Regularien gibt, irgendwie, die von außen kommen, die von Regierungen kommen, von der EU oder auch von der Bundesregierung und auch öffentlich-rechtliche Sender. Also ich glaube, wir brauchen all das und wir müssen aufpassen, dass jetzt nicht, wir haben ja einen sehr gesunden Markt hier in Deutschland, wir müssen aufpassen, dass jetzt nicht Player aus den USA kommen mit dem Work-Made-for-Hire-Prinzip und hier das System komplett auf den Kopf stellen. Ich würde mal generell jetzt auch in die Runde die Frage doch nach Netflix und Disney und diesen großen Playern stellen, die ja nun doch gewisse Krisengewinnler sind von der Kinokrise, dass Filme nicht in den Kinos laufen können. Da hat sich ja zum Beispiel die AG Kino durchaus bewegt im letzten Jahr. Da gab es ja noch ganz andere Haltung vor ein, zwei Jahren. Beispielsweise, ich weiß auch von vielen Produzenten, die mir sagen, wir können unsere Filme in Deutschland sowieso nicht mehr verkaufen. Dann sind wir froh, wenn Netflix die europaweiten Rechte erwirbt. Also es gibt auch Produzenten, die sich natürlich freuen, weil es natürlich auch neue Einnahmequellen sind, zumal das Fernsehen, gerade das Öffentlich-Rechtliche, ja oft weggefallen ist oder erschreckend wenig Gelder bezahlt. Aber dann wiederum gibt es eben Disney, die knallhart einfach nur noch ihre eigene Disney Plus favorisiert haben und einen Film wie Mulan nur noch in den Ländern gezeigt haben, die kein Disney Plus hatten im vorigen Jahr. Also da würde mich generell mal unter Verleihern und Produzenten oder allen Anwesenden interessieren, wie geht ihr mit diesen, ich sage mit Absicht in Anführungszeichen, Krisengewinnlern um und haltet ihr sie nicht dem auch manchmal für relativ unsolidarisch und wie kann man sie konfrontieren, wie sehr muss man sich auf sie einstellen?
Vielleicht sage ich was dazu. Ja. Also ich glaube, wir sind ja immer noch in einer Ausnahmesituation. Das ist ja jetzt irgendwie sicherlich, während die Kinos geschlossen sind, bleiben uns ja keine alternativen Möglichkeiten, als Filme weiterhin auf Streaming-Plattformen zu schauen. Aber ich glaube, jetzt ein aktuelles Beispiel hat ja auch gerade gezeigt, ein Tom und Jerry, der in den USA gestartet ist und gleichzeitig auf HBO Max zu sehen ist und im Kino fulminante Kinobesucherzahlen hat. Also wir müssen einfach mal schauen, es sind so zwei Sachen. Wir sind hier in einer Ausnahmesituation. Wir müssen schauen, wie gehen wir mit diesen Plattformen weiterhin in dieser Ausnahmesituation um? Wie agieren wir jetzt, wenn die Kinos wieder öffnen dürfen? Also auch da müssen wir natürlich aufpassen, um diese Vielfalt zu gewahren, von der Janine spricht, dass wir natürlich deutsche Filme nicht irgendwelchen anderen nicht nationalen Produktionen benachteiligen. Also das ist natürlich eine Situation, wo wir jetzt einfach schauen müssen, wie gehen wir damit um und was passiert dann, wenn wir hoffentlich bald wieder wie früher auch in die Kinos kommen können. Also das ist natürlich sehr besonders, aber ich glaube, was Christian auch gesagt hat, also wir müssen einfach eng zusammenarbeiten und wirklich schauen, was ist das Beste für jeden Film, damit wir auch nicht diese Abwanderung der Talente, weil das ist das, was wir hauptsächlich beobachten, dass Produzenten und auch Regisseure diese vermeintliche Sicherheit zu sagen, ich habe hier eine Idee und bekomme innerhalb kürzester Zeit die Finanzierung dafür, was natürlich die Rückseite der Medaille ist, dass auch alle Rechte abgegeben werden, also die Upside komplett fehlt. So, wenn ich Christian, willst du vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen? Genau, gerne anknüpfen. Also die Koexistenz von Streaming und Kino gab es ja schon vor der Pandemie. Und wir reden viel über die Firma mit dem großen N und die Strategie, was dann so unter dem Missbrauch der Terminologie disruptiv einfach betrieben wird, war natürlich eine zerstörerische. Das lässt sich nicht schönreden. Ich sehe bei allen anderen Streaming-Plattformen, dass sie durchaus die Kino als Partner sehen. Ich sehe bei uns die Stammkunden haben eher mehr als zwei Streaming-Abos als ein. Also ich sehe uns weiter da durchaus in dem gleichen Boot, aus dem auch durchaus auch Kino in einer Koexistenz mit Streaming Win-Win-Situation entstehen können. Zumal ich sage, und das ist das, bei der Plattform regiert der Algorithmus, bei uns Herz und Hirn letztlich, weil wir diese Filme noch kuratieren. Wir suchen die besten Filme aus aller Welt. Wir haben nur eine begrenzte Möglichkeit letztlich, weil ich eine Hauptvorstellung in einem Saal am Tag habe. Und das hebt sich ab. Wir haben den analogen Raum in der digitalen Gesellschaft. Und ich glaube an das Public Storytelling. Und ja, man muss sich dieser Marktmachtmonopolisierung beschäftigen. Das ist ein ganz großes Problem, das wir haben. Was wäre denn, also wenn wir jetzt auf einmal die großen Deals machen mit den Streaming-Giganten, wo finden dann die Deutschen die unabhängigen Filme statt? Und in dem Sinne sehe ich uns Kino schon auch in einer Mission für diese kulturelle Vielfalt jenseits von Superheldenfilmen, Star Wars und allem, was Algorithmen belohnen, zu leisten. Das ist es, dass sie Teil jetzt letztlich unseres Marktes sind, ist klar, dass man da auch schauen muss. Also ich frage mich, wie sich unser Geschäftsmodell entwickelt. Früher gab es ein Geschäftsmodell Kinoverleih, wo dann vielleicht Disney andere Möglichkeiten hatte, Konditionen durchzusetzen als ein unabhängiger Verleih, aber wo dann am Ende das Geschäftsmodell sehr einheitlich war. Wie wird sich das ausdifferenzieren? Und da müssen wir Kinos natürlich auch unsere Gedanken machen, wie wir uns in einer solchen Welt positionieren. Aber ich glaube, und von dem her, du hast gesagt, so eine Ausnahme wie Parasite. Nein, aus meiner Sicht ist Parasite ist Systemsprenger, um so einen Berlinale Erfolg zu nehmen. Solche Phänomene sind ja ohne Festivals, ohne Kinos, ohne jeden einzelnen Besucher überhaupt nicht denkbar. Das würde es online so nicht geben. Und wenn wir kennen uns ja gut, Janine, Leila, für das, was Komplizenfilm, X-Filme stehen, das ist ja genau auch ein Film schaffen jenseits dieses globalisierten Mainstreams. Und man muss auch auf der anderen Seite sehen, auch Disney und Disney Plus ist ja auch, oder Disney ist auch groß unter Druck geraten. Disney hat noch immer auch stark aufs Kino gesetzt, auch aktuell noch. Also auch da muss man sehen, wie entwickeln sich Geschäftsmodelle. Aber ja, da brauchen wir, Martin sitzt zumindest bei mir in der Mitte des Bildes. Ich weiß, das war jedem anders. Aber da brauchen wir natürlich die Unterstützung der Politik, hier faire Rahmenbedingungen für alle zu schaffen. Ja, das ist auch eine Frage, die ich mir stelle, wenn die Kinos dann wieder offen haben, wie Disney zum Beispiel mit einem Film wie Soul umgeht.
So, das Anfang des Jahres in Russland gestartet, hat 4 Millionen Zuschauer gemacht. Also in Russland sind die Kinos im Übrigen auch auf. Also, und nicht jeder hat Disney Plus in Deutschland. Also im Prinzip könnte man den durchaus in diesem Sommer, gerade auch in den Open-Air-Kinos, mal spielen. Und da bin ich mal echt gespannt, ob Disney dann bereit ist, so einen Film auch an die Kinos wieder zurückzugeben. Aber nochmal die Frage jetzt an Mariette Rissenbeek. In diesem Jahr, wenn ich das recht überflogen habe, habe ich so auf Anhieb jetzt keinen einzigen Film eines Streaming-Anbieters irgendwo entdecken können. Das war ja in anderen Jahren etwas anders. Nun ist Netflix in so einer Lage, dass die 75 Filme in diesem Jahr raushauen, 75 Spielfilme wohlgemerkt, vieles davon auch Kinofilme. Und in den USA hat Netflix bereits ein Kino gekauft und es könnte eben sein, dass die weiter zukaufen. Nun war es so, dass im Corona-Jahr ja viele Festivals nur als Hybrid- oder als reine Digitalfestivals stattgefunden haben. Ist es nicht auch für die Berlinale an der Zeit, anders mit VOD umzugehen, ohne das Kino zu schwächen? Also erst einmal denke ich, dass auch die Streaming-Plattformen natürlich sehr davon abhängig sind, dass Filme eine besondere Aufmerksamkeit bekommen und eben über Festivals diese öffentlichkeitswirksame Präsenz und was auch Christian Breuer beschrieben hat, was bei Systemsprenger passiert, auf einmal wird so ein Film zu einem Hype und das kann, wenn er rein online stattfindet, gar nicht passieren. Ich würde denken, dass es dieses Jahr für uns keine Option gewesen wäre, über VOD-Möglichkeiten für die Berlinale nachzudenken. Wir werden Ende des Jahres oder im Sommer schauen, wie die weitere Entwicklung ist und ob wir vielleicht was davon mitnehmen und ein zusätzliches Modell entwickeln. Aber es ist ein bisschen zu früh, das genau zu sagen. Also ich denke, dass alle gesehen haben oder auch registriert haben, dass Sundance mit, ich glaube, 600.000 verkaufte Online-Tickets 2,5-mal so viel Tickets verkauft hat, als in normalen Jahren, was aber auch wiederum kein Wunder ist, weil Sundance in einem ganz kleinen Ort stattfindet und anders als in Berlin, wo wir fast 4 Millionen Zuschauern haben, wir doch sehr, sehr sicher sind, dass das Berliner Publikum uns auch treu bleiben wird. Aber klar, man müsste, was Christian auch gesagt hat, eine Art Win-Win-Situation schaffen, versuchen, diese Online-Möglichkeiten für sich zu nutzen, und dieses junge Publikum, was vielleicht anders umgeht mit Filme schauen und die mit anderen Modellen aufgewachsen sind und für die auf eine VOD-Plattform ein Film gucken zum Alltag gehört, die auch mit allen möglichen digitalen Tools aufgewachsen sind. Diese jungen Menschen möchten wir natürlich auch ansprechen und sie vielleicht wieder fürs Kino gewinnen. Also ein duales System zu finden, was aber dem Kino gerecht wird, das wäre auf jeden Fall eine ganz wichtige Zielsetzung. Auch da fällt mir wieder ein Beispiel aus Rotterdam ein. Im vorigen Jahr war ich in Rotterdam auch noch physisch anwesend und am letzten Tag hat dann Mubi zum Beispiel, die hatten eine Kooperation mit dem Festival, die haben dann einfach einen Film aus dem Wettbewerb gezeigt für all diejenigen, den man nicht mehr physisch sehen konnte. Das war nur für einen Tag, das war nur für 24 Stunden. Aber ich finde, solche Sachen sind interessant. Das machen ja auch andere Anbieter. Also man muss ja nicht immer zu den Großen gehen. Es gibt ja genug Engagierte wie Mubi oder Suna, die vielleicht auch für solche Festivals da attraktiver sind als die ganz Großen. Berlinale würde ich mich sehr verpflichtet fühlen, mit einer kuratorisch agierenden Plattform zusammenzuarbeiten und nicht einem Großen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und wir möchten natürlich auch auf gar keinen Fall den Rechteinhaber im Weg stehen, weil das hängt immer davon ab, wer hat welche Verpflichtungen und wer kann was mitmachen und wem sind da die Hände gebunden. Das muss man auch bedenken. Es ist sicher nicht in unserem Interesse, da Schwierigkeiten zu verursachen. Wenn wir jetzt aber die Geschichte weiterdenken, wenn wir uns anschauen, was hat Corona verändert, gerade auch in diesem Jahr, obwohl jetzt die Kinos in New York endlich nach einem Jahr am 5. März wieder öffnen dürfen, haben ja sehr viele amerikanische große Studios wie Universal, aber auch wie Warner, die versuchen jetzt gleichzeitig die Filme im Kino zu starten und da eben auch über HBO Max
oder andere Plattformen die Filme gleichzeitig oder nur nach 3 Wochen dann auch auf VOD auszuwerten. Wie sehen das jetzt deutsche Verleiher? Ich habe jetzt stellvertretend hier Leda Hamid bei uns. Also wie seht ihr das bei X-Verleih einmal für dieses Jahr, aber überhaupt generell? Welchen Sinn machen für euch noch Kinofenster, obwohl wir uns hier alle einig sind, wie wichtig das Kino ist, als Strahlkraft natürlich auch für Filme und Festivals, aber dennoch, die Welt verändert sich und wie sieht man das bei Verleihern? Na, ich glaube, das ist einfach, wie sieht man es bei den Zuschauern? Also das ist ja auch, was wir einfach vom Zuschauer her denken müssen. Und ich glaube, für die Zuschauer ist es natürlich wenig begreifbar, warum sie ein halbes Jahr warten sollen, bis sie einen Film digital sehen können. Und das ist jetzt natürlich weiterhin verstärkt worden. Und dadurch, dass das jetzt die Studios so machen werden, wird es noch schwieriger zu erklären zu sein, warum es bei dem einen Film so ist und bei dem anderen nicht. Und das ist, was ich dann eben auch... Nein, also wir müssen natürlich schauen, was erwartet der Zuschauer und jeder Film muss einzeln betrachtet werden und letztendlich muss es eben in den Händen der Vermarkter liegen, zu schauen, wo sehen wir die größten Potenziale für ein Produkt. Und die Exklusivität ist auf jeden Fall wichtig und die wollen wir auch beibehalten. Und aber letztendlich hat sich natürlich da ein Rad jetzt gedreht, was wir nicht mehr zurückdrehen können. Und ich glaube, dem müssen wir einfach wirklich ehrlich anschauen und sagen, okay, wie können wir das dann auch für unsere Filme aus Deutschland heraus, wie können wir das bestmöglich für alle Marktteilnehmer auch nutzen? Dann hier vielleicht mal wieder die Frage an die Politik, an Martin Rabanus. Was kann Politik jetzt eigentlich tun, auch um zu gestalten? Also auch wenn es jetzt um die FFG beispielsweise geht. Also es geht ja nicht nur um die Kinos, sondern es geht überhaupt generell um den was uns hier in Deutschland oder in Europa Kino- und Filmkultur bedeutet. Und da muss man ja viel früher ansetzen. Da muss man ja auch in den Schulen zum Beispiel ansetzen, damit sowas wie Filmkultur überhaupt erstmal wieder vermittelt wird. Beziehungsweise man muss die Produktionsbedingungen einfach auch für das deutsche Kino und auch für die Kreativen stärken. Regisseure, Autoren fühlen sich da ein bisschen benachteiligt in der aktuellen FFG-Novelle. Und der deutsche Film, denke ich, muss insgesamt auch weltmarkttauglicher werden, auch was die Budgets angeht. Das ist jetzt sehr viel, aber vielleicht erstmal so die Fragen an Sie so ein bisschen weitergegeben. Was kann Politik tun? Wie kann sie gestalten? Eventuell auch die großen Player ein bisschen einschränken. Es sind in der Tat jetzt ganz viele verschiedene Themen, die aber auch ineinander greifen. Das ist ja schon nicht falsch. Wir haben ja tatsächlich eine Schwäche in unserem Bildungssystem, auch was Filmbildung angeht. Zum Beispiel. Das ist jetzt nichts, was wir auf der Bundesebene lösen können, ohne unsere Länderkolleginnen und Kollegen im Kulturföderalismus. Das wissen wir alle, die hier sind. Aber das ist was, wo man schon auch mal stärker eingreifen und dran arbeiten muss. Was wir jetzt auf Bundesebene machen, das ist ja auch mehrerlei. Das eine ist jetzt die Krise, das haben wir dahingestellt, also was an wirtschaftlichen Hilfen läuft. Das zweite ist, wir machen jetzt eine kleine FFG-Novelle, wo wir alle die entscheidenden Fragen, die gerade hier gestellt worden sind, nicht stellen. Wir stellen sie deswegen nicht, ich glaube, da sind sich aber auch die meisten einig, weil wir im Moment nicht die Datengrundlage haben, weil wir nicht wissen, wo wir in 1,5-2 Jahren stehen. Und ich glaube, dass dann eine FFG-Novelle schon auch die Fragen adressieren muss und beantworten muss, die gestellt worden sind. Also was ist mit dem Kinoauswertungsfenster? Wie kriegen wir eigentlich Win-Win-Situationen? Wer mich ein bisschen näher kennt, weiß, dass ich die Frage schon eine Weile stelle, weil ich glaube, dass die digitale Welt und die analoge Welt sich gegenseitig befördern müssen und nicht gegeneinander stehen dürfen. Das habe ich auch schon vor der Pandemie gesagt. Und jetzt, glaube ich, ist es noch sichtbarer geworden, dass es nur so geht, weil Leda Hamid hat doch vollkommen recht. Die Menschen haben sich auch ein bisschen dran gewöhnt, auf nicht mehr besonders teuren, ausgesprochen hochwertigen Heimkinosystemen ihre Filme zu gucken. Also da muss Kino schon was bieten, um sozusagen das breite Publikum mit einem zusätzlichen Mehrwert zu erreichen. Ich glaube ja, dass das geht. Ja, und ich glaube, dass das ganz viele auch beweisen, dass das geht und gut funktioniert. Aber natürlich muss sich auch Kino neu erfinden, ein Stück weit, in dieser neuen, härteren Konkurrenzsituation. Ja. Und was bei den ganzen Streaming-Diensten rauskommt, das wissen wir auch nicht so genau. Also jetzt haben wir Paramount Plus auch noch, die offensichtlich auch nur 3 oder 4 Wochen sozusagen auf Kinoauswertung setzen und dann in den Streaming gehen. Also auch da verändern sich die Dinge sehr rasend und das muss man gemeinsam diskutieren. Mein dringender Rat ist, dass wir diese kleine FFG-Novelle, die wir jetzt machen, gar nicht so für wichtig nehmen. Aber
parallel dazu einsteigen in genau die Fragen, die Sie gestellt haben, um dann in 2 Jahren wirklich einen vernünftigen Wurf zu machen im FFG, wo wir nicht nur, sage ich auch mal so, ein bisschen FFA-Förderung neu sortieren, sondern ich will gerne auch die anderen Fördersysteme, die wir haben, also WFF 1, 2 und GMPF, mit in den Blick nehmen, dass das ein konsistenteres System wird, als das im Moment der Fall ist. Und ein Satz vielleicht noch zum Netflix und Streamingdiensten und Co. Und der Förderung aus Bundesmitteln. Ich ärgere mich ehrlich gesagt, wenn ich im Abspann einer Streamingdienstproduktion sehe, dass es eine GMPF-Förderung gekriegt hat. Das finde ich nicht richtig. Ich finde, die haben genug Kohle, ihren Kram selber zu zahlen. Auch da müssen wir sozusagen politisch noch mal ein bisschen genauer nachsteuern, auch wenn das sicherlich alles tolle Produktionen sind, aber die können das auch alleine. Und ich glaube, dass wir unsere Mittel zielgerichteter setzen müssen, und zwar in der Diskussion über das FFG hinaus. Ja, dann leite ich die Frage vielleicht gleich mal an Janine Jakowski weiter. Zu den Kritikpunkten an dieser FFG-Novelle gehört ja gerade vom Regieverband, dass Regisseure, Drehbuchautoren nicht angemessen davon partizipieren, auch am Erfolg nicht, keine Referenzmittel erhalten beispielsweise. Was ist da zum Beispiel eure Haltung bei Komplizenfilmen und was fehlt aus eurer Sicht dem deutschen Film, um auch wieder stärker beim Publikum und auch wieder stärker international zu punkten? Ja, also ich bedauere natürlich sehr, dass das jetzt eine kleine FFG-Novelle geworden ist. Irgendwie waren alle schon so in den Startlöchern irgendwie zu einem etwas größeren Wurf irgendwie. Und ich finde das natürlich, ja, wie gesagt, ein bisschen schade, dass es jetzt doch eine kleine Lösung geworden ist irgendwie. Weil im Endeffekt irgendwie haben wir von der Produzentenseite uns schon auch sehr stark mit dieser Frage der Erlösgerechtigkeit sozusagen beschäftigt irgendwie und haben da auch Vorschläge gemacht, weil im Endeffekt ist es ja so, dass die Kreativen wiederum bei uns Produzenten beteiligt sind. Das heißt irgendwie, wir sind diejenigen, die von Verleih, aber auch irgendwie beim Weltvertrieb die Gelder hoffentlich einnehmen, wenn der Film erfolgreich geworden ist irgendwie. Und wir denken, finden alle, dass es da eine neue Struktur braucht, um halt im Endeffekt die besten Kreativen auch für den Kinofilm weiterhin begeistern zu können, weil sie im Endeffekt dann auch mit Erlösen rechnen können. Weil wir jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit haben, aber ich auch gern so ein bisschen positive Sachen natürlich noch mit ansprechen möchte, gibt es denn etwas, was euch positiv stimmt? Da würde ich jetzt mal mit Christian anfangen. Oder was würde dich positiv stimmen? Also, sorry, 1, 2 Sätze noch zum Vorgenannten. Also, ich halte es eher für gut, dass es jetzt keinen Schnellschuss gegeben hat mit einer FFG-Novelle. Der Filmmarkt ist immer noch im freien Fall. Und jetzt geht es erstmal, den Aufprall abzufedern, schauen, dass so viel als möglich Betriebe auf allen Ebenen überhaupt überleben. Und dann muss man sich wirklich fragen, eine Leitzieldebatte brauchen wir. Wofür fördern wir Filme? Und ich bin da komplett bei Martin. Wir brauchen ein Filmfördersystem aus einem Guss. Und wir sind ein Föderalstaat. Das erleben wir gerade bei dem Impfen und Testen zu Genüge mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Das ist nicht nur das eine. Und das Gleiche auch im Fördersystem ist das auch. Es ist ja auch toll, es sind verschiedene Anlaufstellen und verschiedene Ideen im Föderalsystem. Und manchmal hakt es dann halt auch in dem, wie funktioniert das zusammen. Und wird viel über Auswertung gesprochen und die Sperrfristen, ja, das ist ein dynamisches Thema. Aber ich glaube, wir müssen vorne anfangen. Und vorne, das ist die Qualität der Filme. Weil ich glaube, auch der deutsche Film, es gibt, ich habe das vorhin gesagt, ein großes Bedürfnis. Es gibt beim Publikum ein Bedürfnis nach heimischem Produkt, egal ob das der große Unterhaltungsfilm oder der Nischen-Arthouse-Film ist. Es gibt ein Bedürfnis bei den Filmemachern, auch neben Fernsehen und Streaming, auch andere Auftraggeber zu haben. Es gibt es bei uns im Kino, nicht nur abhängig zu sein von einigen wenigen globalen Studios. Aber eins ist auch klar, und das hat die Zeit zwischen den Wiedereröffnungen kurze Zeit gezeigt, die Zeit mit Mittelmaßes sich durchzuboxen ist vorbei. Ich bin komplett optimistisch, was das Kino gibt. Ja, wir müssen toll sein. Ja, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Es muss eine schöne Atmosphäre sein. Und die wichtigste Aufgabe, jedes Kino braucht seine Digitalstrategie, weil
die Leute kommen zu uns in der Regel online, indem sie sich nämlich online informieren, was läuft, was ist, wie hole ich das Ticket. Aber sie kommen für einen guten Film. Sie kommen nicht für irgendeinen Film. Irgendeinen Film habe ich heute zu Hause in Hülle und Fülle. Und deshalb, und das ist auch der Wettbewerb, in dem die Filmemacherinnen hier stehen, es wird nicht mehr ausreichen. Auf Mittelware wartet das Kino nicht, wartet die Plattform nicht, wartet das Fernsehen nicht. Und da müssen wir sehen, und da ist ein Stichwort gefallen, das sind wettbewerbsfähige Budgets. Aber muss es auch darum gehen, dass das Filmemachen auch attraktiv ist, auch für die Kreativen attraktiv ist, das Kinofilmemachen. Und dann geht es um die Auswertung, ja. Und dann muss man sich anschauen, wie das in Zukunft funktioniert. Und natürlich hat die Exklusivität eine Bedeutung, wie es für das Fernsehen, wie es für eine Plattform eine Bedeutung hat, gewisse Serien eben exklusiv zu haben. Und ich glaube, wenn wir gute Filme haben, ist mir es um Kino nicht bang. Und wenn ich mich umschaue, die Filmemacherinnen um die Welt, aber auch in Deutschland, Kino ist die Königsdisziplin. Genau dieses gemeinsame Geschichten erzählen. Und ich glaube auch, dass der Start im Kino, ein toller Film, der toll herausgebracht ist, der idealerweise vorher bei der Berlinale oder einem anderen Festival gefeiert wurde, das ist die Chance, das veredelt weiter. Und deshalb eigentlich da mein Appell, bevor man zu kurz die Ergebnisse macht, da müssen wir zusammen, weil wir sitzen am Ende in einem Boot. Und entweder schaffen wir das da sehr gut gemeinsam durch oder es wird schwierig für alle. Und dann ist es natürlich immer so einfach gesagt, jeder Film seine eigene Auswertungsstrategie. Und dann muss man natürlich mit im Blick haben, wie überleben Kinos. Jetzt bin ich eigentlich abgelenkt, optimistisch. Genau, das stimmt nicht eigentlich optimistisch. Ich glaube, was vermissen wir gerade? Wir vermissen ja gerade das Gemeinschaftserlebnis. Egal, ob wir das der Bar- oder Restaurantbesuch ist, ob das das Kino oder das Theater ist. Ich glaube, die Menschen sorgen sich um eine lebendige Nachbarschaft. Und auch wenn leider in den Umfragen nicht alle zuerst wieder ins Kino offenbar wollen, immerhin 35% wollen es wieder sehr schnell ins Kino. Bei den Abstandsauflagen kriegen wir damit locker die Kinos voll. Und dann trauen sich der Rest. Ja, das ist vielleicht auch wieder da, Vertrauen zu schaffen bei den Menschen. Aber wenn ich sehe, wie viele Gutscheinverkäufe es gegeben hat, wie viel Unterstützung es gestern gegeben hat, dann spüre ich, dass es ein Bedürfnis gibt. Und gerade wenn ich mir dann anschaue, was heißt für mich der Ort, die Stadt, egal ob groß oder klein, der Zukunft, dann gehören eben neben grünen Städten, guten Arbeitsplätzen, bezahlbaren Wohnraum auch kollektive Räume dazu. Und deshalb glaube ich, schön, dass es die globalen Anbieter gibt, aber Kultur ist mehr und für diese Vielfalt stehen wir. Da wir jetzt eigentlich schon fast am Ende sind, würde ich dann doch die letzte Frage nochmal an Mariette Rissenweg stellen wollen. Und weil wir jetzt auch viel über Kooperation reden, weil wir viel darüber reden, dass wir gerade jetzt als Branche zusammenhalten müssen, alle Kreativen, die Kinos, die Verleiher, die Produzenten, alle, die sich für Film, für Kino interessieren, inklusive auch die Streamingdienste. Meine Frage an Mariette Rissenweg, wie sieht es denn mit der Kooperation zwischen den ganz großen Festivals aus, die ja nun streckenweise gar nicht am stattfinden können? Wie kooperiert man denn da in diesem Jahr? Ist es da nicht auch mal an der Zeit von diesem Ich will die Weltpremiere und dann kannst du sie nicht haben und diesen ganzen Kämpfen so ein bisschen abzusehen und da auch zu versuchen, dass man sich da gegenseitig auch ein bisschen unterstützt, dass eben auch es normal ist, dass Cannes den Berlinale-Sieger zeigt oder andere Kooperationen da stattfinden? Gibt es da neue Gedanken vielleicht? Ihr seid ja jetzt auch noch relativ neu, da reagiert man ja vielleicht auch noch anders auf euch. Carlo kommt eigentlich aus Frankreich, vielleicht ergeben sich da ja neue Möglichkeiten. Also wir sind tatsächlich natürlich mit den anderen Festivals in diesen besonderen, herausfordernden Zeiten im Austausch, ob das jetzt Sundance, Toronto, Venedig, San Sebastian oder auch Cannes ist. Einige dieser Festivals haben einen sehr anderen Ansatz. Also in Cannes gibt es ja kein Publikum, was Tickets kaufen kann. Das ist eine andere Plattform, als es jetzt die Berlinale ist. Und wir sind auch im Filmprogramm doch ziemlich unterschiedlich aufgestellt. Ob jetzt ein Festival Filme von einem anderen spielen soll oder nicht, würde ich ein bisschen dahinstellen. Die Berlinale war ja, wir haben Weltpremieren, aber wir haben auch internationalen Premieren und wir haben auch Sundance-Filme von amerikanischen Independent-Filmemachern nachgespielt. Also da war schon eine gewisse Durchlässigkeit da.
Ob sich das Timing von den Festivals ist ja auch so, dass jeder für sich, würde ich sagen, eine gewisse Berechtigung hat. Was sich jetzt alles ändert und wie das die Zusammenarbeit untereinander verändert, ist ein bisschen zu früh, das wirklich hier abschließend zu sagen. Aber wir sprechen schon alle miteinander, weil wir diese Gesamtsituation als große Herausforderung sehen und eigentlich unbedingt die meisten von uns auch wirklich für Kinofilm stehen. Bei den amerikanischen Festivals funktioniert es noch ein bisschen anders, weil da die Online-Auswertung einfach leichter herzustellen ist. So ein Filmfestival wie Sundance, was komplett online gegangen ist, oder auch, ich kann mich erinnern, dass die Leiterin von Toronto mir gesagt hat, Toronto hat letztes Jahr online und physische Tickets angeboten, aber die, ich glaube, pro Vorführung waren es 50 Tickets, aber die wurden zum Teil gar nicht ausgegeben. Also der Wunsch in Toronto des Publikums nach Online-Vorführung war deutlich größer als nach der physischen Vorführung. Das würde ich jetzt für Europa erstmal anders sehen, ehrlich gesagt. Da hat jeder auch ein bisschen eine andere Herangehensweise. Also kleine Korrektur von mir nochmal. Meinerseits natürlich ist Carlo Chatrion kein Franzose, das ist mir schon bewusst. Aber Affinitäten zur französischen Kinobranche. Ja, dann würde ich mich jetzt bei euch allen recht herzlich bedanken, dass ihr die Zeit gefunden habt. Vielleicht haben wir ja alle ein bisschen was mitgenommen, ein paar Denkanstöße bekommen. Und ich denke, es kann nur darüber gehen, dass diese Branche zusammenhält. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn die Politik uns wieder an letzter Stelle sitzt, dann liegt es nicht an Martin Rabanus, das haben wir jetzt gelernt. Aber dann denke ich, muss die Filmbranche auch lauter werden, muss sich auch mehr wehren, muss auch sehr viel größere Lobbyarbeit, also die Arbeit, die Christian Breuer hat, das ist großartig. Aber ich würde es mir dann auch mal wünschen, dass ich dann auch mal die großen Stars des deutschen Kinos sehe, die dann auch mal mit in einer Kampagne mitmachen. Und wir haben ja genug Stars. Und wenn dann alle Player ein bisschen lauter werden, dann muss uns die Politik einfach auch ein bisschen ernster nehmen. Das ist das, was ich mir jetzt wünsche, dass wir eben die Kinos so schnell wie möglich wieder aufkriegen und ich nicht nach Polen fahren muss, um ins Kino gehen zu dürfen. Also recht herzlichen Dank an euch alle und ich wünsche uns dann eine schöne Berlinale. Dankeschön.